Ein rätselhafter Zaubertrank. Über ein halbes Jahrhundert ist er alt. Das ist die einzige Flasche, die überhaupt noch existiert. Und was sich tatsächlich drin verbirgt, kein Mensch weiß es. Nur er wusste es, denn er hat das Elixier gebraut. Der Alchemist und Heiler Johann Reichert. Er war ein absolutes Unikat hier in Gunzenhausen und hat sich selber mit diesem mysteriösen Nimbus umgeben. Durch einen Glücksfall hat der Stadtarchivar diese ungeöffnete Flasche von einer Familie bekommen. Jetzt will Werner Mühlhäuser endlich mehr erfahren. Was verbirgt sich wirklich darin? Um das herauszufinden, schickt er das Drachenblut zur Analyse nach München, ins Institut für Rechtsmedizin. Ich muss mich absolut überraschen lassen, was das Ergebnis herausbringen wird. Normalerweise werden hier Flüssigkeiten auf Betäubungsmittel und Alkohol untersucht. Unverzichtbare Sachbeweise in Gerichtsverhandlungen. Das ist für uns tatsächlich auch sehr interessant, weil wir selten die Gelegenheit haben, solche historischen Asservate zu untersuchen. Mal schauen, was der Fachapotheker für Toxikologie herausfinden wird. In diesem Haus in Gunzenhausen wird Johann Reichert Ende des 19. Jahrhunderts geboren. Seine Eltern haben eine Metzgerei und Gastwirtschaft. Der berufliche Weg ist vorbestimmt. Nach kurzer schulischer Bildung macht er eine Metzgerlehre. Seiner eigentlichen Leidenschaft, der Naturheilkunde, widmet er sich erst nach dem Ersten Weltkrieg. Auch der Alchemie. In Gunzenhausen ranken sich viele Legenden um Reicherts angebliche Goldmacherkunst. Spurensuche an den Resten der mittelalterlichen Stadtmauer. 1925 kommt ein besonderer Fund zum Vorschein. Ein gläsernes Behältnis mit einem handschriftlichen Zettel in altertümlicher Schrift, verborgen in einem Hohlraum. Ein Rezept, das Reichert zu geheimem Wissen verhilft. Und von diesem mysteriösen Zettel habe ich eine Abschrift angefertigt. Da heißt es darin, wie eben Gold herzustellen wäre. Also man soll also 7 Gramm Plumpum nehmen, das ist also Blei, und das eben mischen mit der schwarzen Materie, dann oder Feuer stark erhitzen, das ganze Ergebnis dann mit der weißen Materie versetzen und dann erfolgt die Umwandlung von Blei zu Gold. Und das Ganze soll dann eben an einem abgelegenen Ort stattfinden. Der abgelegene Ort ist ein Felsenkeller aus dem 18. Jahrhundert im Süden der Stadt Gunzenhausen. Hier hat Reichert seine Laborversuche gemacht. Als Stadtarchivar hat Werner Mühlhäuser Zutritt zu dem finsteren Gewölbe. Früher wurde hier Bier gelagert, heute ist die unterirdische Anlage der Öffentlichkeit nicht mehr zugänglich. 50 Meter tief im Inneren des Felsens, dort, wo kein Tageslicht mehr hinkommt, soll Reichert in den 1920er Jahren aus Blei Gold gemacht haben. Also man muss sich das schon ganz skurril alles vorstellen, wenn da dieser schwarzgewandete Mann da seine Experimente durchgeführt hat. All diese Zeichen, die der Reichert da ja selber in den Fels geritzt hat, die haben alle eine Verbindung eben zu diesem okkulten, diesem alchemistischen Bereich. Das hat er ja sicherlich auch noch mal bewusst gemacht, um sich richtig zu inszenieren. Weil hier in diesen Raum dürfen ja sicherlich auch nur ganz ausgewählte Personen reinkommen, die er auch beeindrucken wollte. Und das ist ihm doch meines Erachtens wunderbar gelungen damit. Der Gunzenhausener Goldmacher wird zur Berühmtheit, indem er Zeugen zu seinen Versuchen hinzubittet. Auch Fotos sollen seine alchemistischen Künste dokumentieren. Einige Proben sind erhalten. Echtes Gold ist allerdings nicht dabei. Was auch immer im Felsenkeller passiert ist, Reichert wird vermögend und kauft sich 1939 den ehemaligen markgräflichen Hofgarten. Inge Schömig, Jahrgang 1932, ist hier als junges Mädchen geritten, auf dem Anwesen des Alchemisten und Heilers. Okay.
Wir haben da eine Gruppe aufgemacht zum Voltigieren. 8 bis 10 Kinder, die ihre Figuren gemacht haben. Man konnte von oben runterschauen. Man konnte zuschauen, wenn er wollte. Im ersten Stock betreibt Reichardt eine gut gehende Praxis für Naturheilkunde. Die Bauern schwören auf seine Tinkturen und Arzneien, suchen seinen Rat. Auch das Geschäft mit Heilkräutern und Tees läuft hervorragend. Inge Schömig kann sich noch gut an den Heiler erinnern, der großen Eindruck auf sie machte. Er saß hinter seinem großen Schreibtisch mit Totenkopf drauf. Ein Sessel hat er gehabt, dunkles Käppi, immer das gleiche Käppi hat er aufgehabt. Und mit vielen Büchern und Schreibutensilien. Und wenn man reinkam, das war einfach für uns als Kinder enorm. Wir haben einfach schon ein bisschen Angst gehabt und sind meistens ein wenig geduckt oder gedreckt reingekommen. Wir haben schon voll Respekt gehabt, muss man ehrlich sagen. Wer hätte da nicht Respekt gehabt? Soll er doch einen Zauberspiegel besessen haben und magische Fähigkeiten? Jedenfalls kein gewöhnlicher Mensch. Ich habe mal gesagt, er ist ein Trud. Trud ist ja auch so was Übersinnliches. Das bedeutet quasi, dass man mit seinen Fähigkeiten Menschen von also quasi so als Art Exorzist mehr oder minder tätig sein konnte. Dass man Menschen dadurch eben von einem Fluch befreien konnte. Extravagant auch sein Hobby: ein Privatzoo. Um die Tiere kümmert sich sein treuer Gehilfe und wohl auch Lebenspartner Willi Stern, hier in der Bildmitte. Die Aura des Außergewöhnlichen ist fürs Geschäft nur förderlich. Das Drachenblut ist ein Verkaufsschlager. Doch was hat er da wirklich zusammengemischt? Heute soll Werner Mühlhäuser es erfahren, im Institut für Rechtsmedizin der Universität München. Also ich bin aufgeregt aus dem Grunde, weil man eben überhaupt nichts darüber weiß, aus was sich dieses Drachenblut zusammensetzt. Oder irgendwelche Kräuter, Beeren oder unbekannte Substanzen. Mit aufwendigen Laboranalysen hat der Fachapotheker für Toxikologie, Andreas Stöver, das Drachenblut unter die Lupe genommen. Reichardt selbst hat den Trunk als edlen Likör bezeichnet. Der Fachmann lässt sich davon erstmal nicht beeindrucken. Das ist natürlich interessant, ist da überhaupt Alkohol drinnen? Das heißt Kräuterlikör, aber das heißt ja noch nicht zwingend, dass tatsächlich Alkohol enthalten sein muss. Da war es schon interessant zu sehen, dass nicht nur Alkohol enthalten ist, sondern auch in der Größenordnung, wie es in heutigen Likören zu finden ist. Auffällig dabei war, dass es sich bei dem Alkohol, der als Basis für dieses Drachenblut, diesen Kräuterlikör, genommen wurde, um vergleichsweise reinen Alkohol gehandelt hat. Um so einen reinen Alkohol zu bekommen, muss ich entweder mehrfach destillieren oder das Destillat entsprechend aufreinigen. Und das war schon überraschend tatsächlich. Also Likör, der von den Standards her annähernd mit heutigen Likören vergleichbar ist. Reichardt war offenbar nicht nur ein guter Geschäftsmann, sondern hat seiner Klientel entsprechend Qualität geliefert. Genussmittel oder doch Arznei, wogegen könnte das Drachenblut helfen? Gegen Übelkeit oder eben auch zur Anregung der Verdauung. Als Verdauungsschnaps klassischer kann ich mir gut vorstellen, dass das durchaus so auch angewandt wurde. Es ist schon auf alle Fälle eine gewisse Überraschung. Zumindest weiß man ja jetzt ansatzweise, was in dieser Flasche jetzt über 50 Jahre verschlossen drin war. Also es ist auch jetzt keine große Enttäuschung für mich, ne, dass das jetzt nicht identisch ist mit dem, was auf dem Zettel draufsteht, Drachenblut. Das war natürlich von Anfang an ja uns bewusst. Aber was doch jetzt für einige Erkenntnisse gesorgt hat, ist immer, dass es doch ein Kräuterlikör war, den man sowohl für therapeutische Zwecke wohl einsetzen konnte, als auch als Genussmittel. Das Geheimnis ums Drachenblut. Endlich ist es gelüftet. Reichardts übrige Hinterlassenschaften kann man in Gunzenhausen im Stadtmuseum bestaunen. In einem kleinen Kabinett mit seinen persönlichen Gegenständen. Ein Heilkundiger, der über altes Wissen verfügt und sich auch so darstellt. In den Jahren des Wirtschaftswunders kommt das an. Eine erstaunliche Karriere für einen Metzgerssohn.
Er hat ein fundiertes Wissen gehabt, weil sonst wären ja die Leute nicht über Jahrzehnte zu ihm gegangen, wenn da nicht auch irgendwo ein Erfolg erzielt worden wäre. Also Scharlatan war er definitiv nicht. Unbestreitbar ist, Johann Reichardt stirbt 1974 als vermögender Mann im Besitz von 21 Barren Gold von je einem Kilo. Dessen Herkunft bleibt ein Rätsel. War er einfach ein guter Geschäftsmann oder konnte er vielleicht doch Gold machen?